Wolfenbruck gab es am vergangenen Wochenende ein U11-Nachwuchshallenfußballturnier. 12 Mannschaften spielten um den Turniersieg. Wir schauten den Jungkickern auf die Beine und sahen Fußball mit guter Technik, Kampfgeist und Leidenschaft. Organisiert wurde das Turnier vom Brugger U11-Trainer Franz Unterkramer. Die Turnierleitung lag in den bewährten Händen von Peter Erlsbacher und Uwe Donhofer. Die Brugger U11 verpassen den Einzug ins große Finale knapp. Im Viertelfinale traf man auf Olympia Laibach, in der regulären Spielzeit gab es ein 1:1 Unentschieden und im Sudden Date setzten sich aber die Laibacher durch und schafften das Ticket für Spiel um 1 und 2. Brugg trifft im Spiel um Platz 3 und 4 auf den GAK, der GAK spielt in Rot. Die Grazer zielen in der zweiten Spielminute gleich das 1:0 durch diese schöne Volley-Tor. Die Brugger nicht geschockt wollen den Ausgleich, aber Tobias Kotzecker schießt da knapp daneben. Da verhindert die Latte den Ausgleich der Brugger. Das ist natürlich Pech. Auch die Grazer scheitern damit diesen Kracher an der Querlatte. Die Zuseher kommen bei diesem Match voll auf ihre Kosten. Bruggs Torhüter Andi Scheucher spielt eine ganz tolle Partie. In der letzten Spielminute scheitert Simon Staber am GRK-Tormann und das war's auch schon. Der GRK schlägt um Platz 3 und 4 Brugg knapp mit 1:0. Nun geht's um den Turniersieg. Im Endspiel stehen sich Olympia Laibach in Grünspielern und Stadlau gegenüber. Da merkt man schon Stimmung wie in der Champions League. Das wird ein heiß umkämpftes Match. Laibach startet gut und geht dann mit diesem Glückstor mit 1:0 in Führung. Karl Kuretz vergibt da einen tollen Laibach-Sitzer. Kuretz ist mit seiner Technik bei diesem Turnier aufgefallen und wurde zum Publikumsliebling. Laibach stark unterwegs, gibt den Ton an. Der Stadlau-Tormann hat viel zu tun. Die Laibacher wieder mit schönem Angriff. Die Stadlauer werden da so richtig ausgespielt und Hasan Agic hat es da nicht schwer und schiebt ein 2:0. Und das ist auch der Endstand und der Turniersieg für Laibach. Die Reise nach Brugg hat sich für die Slowenen gelohnt. Endstand des ersten internationalen U11-Turniers. 4. SC Brugg, 3. GAK, 2. Stadlau und verdienter Turniersieger Olympia Laibach. Als bester Tormann wurde Andi Scheucher Brugg und als bester Spieler des Turniers Karl Kuretz von Laibach gewählt. Was sagt Franz Unterkramer zum Turnier? Wir haben heuer das erste Mal einen internationalen Einschlag gehabt. Wir haben Mannschaften aus Kroatien, Slowenien, aus den angrenzenden Bundesländern, aus Wien, wie gesagt, nur Niederösterreich, der GRK war da. Und es war ein Top-Turnier, das mit meiner Mannschaft, wie gesagt, ich im Endeffekt den 4. Platz erringen konnte. Das ist super, ganz genau. Wir sehen uns gemessen an wirklich gute Mannschaften und das war für uns wichtig, einmal zu sehen, wo stehen wir mit unserer Jugendarbeit. Und wir befinden uns nicht ganz auf Augenhöhe mit großen Mannschaften, aber wie gesagt, die Mannschaft hat sehr großes Potenzial und auf diesem Weg werden wir in Brugg weiterarbeiten. So ein Turnier zu veranstalten, ist ja sehr viel Arbeit. Aber wenn man dann sieht, wie die Burschen bei der Sache sind, dann freut einen das. Wie gesagt, das ist ganz wichtig. Es geht hier bei mir in erster Linie geht's um die Kinder. Die Kinder sollen Spaß haben beim Fußball und das haben wir heute gesehen. Es war Spaß, jetzt hat sich keiner verletzt, es waren super Spiele und das ist der entscheidende Punkt. Spaß, Freude am Spiel und wie gesagt, ein bisschen ein Zusammenrücken und ein bisschen den Horizont erweitern, sagen wir mal so. Um den Nachwuchs braucht man sich in Brugg keine Sorgen machen. Nein, also um den Nachwuchs in Brugg, wir haben in sämtlichen Jugendmannschaften sehr gute Talente drinnen. Wir sind mit der U11 im Landesfinale im Futsal, die U13 ist im Landesfinale im Futsal. Wie gesagt, wir sind da auf einem sehr guten Weg mit der Jugendarbeit und mit dem neuen Konzept und mit den ausgebildeten Trainern sollte es in Zukunft für Brugg kein Problem sein, eigene Spieler für die Kampfmannschaft heranzubilden. Alle waren sich einig, das war ein ganz tolles Turnier, Hallenfußball vom Feinsten. Und man hat es wieder gesehen, Sport verbindet Menschen.